Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Lost und willkommen zurück zu einem weiteren Quick Guide Tutorial zu H1Z1. Und der wird heute wirklich quick, denn heute zeige ich euch, wie ihr euch einen Bogen machen könnt. Und zwar schon zu Beginn des Spiels. Wer das noch nicht weiß, der Bogen ist mit einer der, frühesten Waffen in dem Spiel auch wirklich sehr, sehr, sehr nützlich. Man braucht jedoch ein bisschen Übung, damit umgehen zu können. Wenn ihr jedoch in H1Z1 in der Welt gespawnt seid, könnt ihr das ganz schnell fabrizieren. Und zwar braucht ihr hierzu einfach wie in diesen Bäumen oder an diesen Steuern seht, diese Woodsticks, die ihr eigentlich sofort finden solltet. Davon müsst ihr euch einfach ein paar einpacken. Ihr könnt gleich mal ein bisschen mehr einpacken, denn daraus könnt ihr dann auch gleich die Pfeile bauen. Des Weiteren braucht ihr Stofffetzen. Die bekommt ihr, ich habe hier schon Scrap of Clothes, ein paar dabei. Ihr habt standardmäßig ein T-Shirt an. Wenn ihr diese 90 Slots an Inventarplatz zu Beginn opfern könnt, dann könnt ihr, wenn das T-Shirt leer ist, hier im Inventar auf Rechtsklick gehen und dann auf Shred. Das zerreißt euch das T-Shirt und gibt euch genug Stoff, damit ihr dann im Crafting-Menü den Makeshift-Bow bauen könnt. Den könnt ihr natürlich erst discovern, indem ihr Woodsticks und entsprechende Cloth reinmacht. Ich habe das natürlich schon, das Rezept schon gelernt, deswegen wird hier nichts mehr angezeigt. Und danach könnt ihr euch diesen Bogen craften. Des Weiteren könnt ihr dann auch über das Crafting-System, wenn ihr das discovered habt, über die Woodsticks, die ihr allein reinzieht, die Wooden Arrows bauen, die sich hier unten befinden. Ihr kriegt jeweils aus einem Woodstick kriegt ihr zwei Pfeile raus. Also lohnt sich auf jeden Fall, da ordentlich Pfeile zu produzieren. Der Bogen ist wirklich ein nützliches Equipment, sowohl um auf die Jagd zu gehen, als euch natürlich auch gegen Zombies zu verteidigen. Denn Zombies kassieren dadurch den einen oder anderen Headshot, wenn ihr genau zieht, und das macht sie mit einem Schuss down. Und ihr habt hierbei auch die Möglichkeit, den Pfeil, den ihr abgeschossen habt, im Optimalfall wiederzuverwenden. Wie ihr seht, ein Schuss in den Kopf, der Zombie geht down und wir können uns danach normalerweise den Pfeil wieder schnappen. Dazu hacken wir erstmal den Zombie hier kaputt, dass er das Ganze wieder freigibt und können dann, wie ihr seht, hier den Pfeil wieder aufnehmen. Und natürlich eignet sich der Bogen nicht nur zur Wild- oder Zombiejagd, sondern auch zur Verteidigung gegen marodierende feindliche Spieler. Hierbei müsst ihr lediglich darauf achten, dass der Drop-Off, also der Abfall des Pfeils, relativ hoch ist und man entsprechend hochhalten muss, um sein Ziel zu treffen. Wenn euch dieses Tutorial gefallen und auch geholfen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, denn ihr wisst ja, wie es läuft. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge. Euer Lost.